Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ich wünsche euch ein gutes neues Jahr. Glück, Erfolg, Gesundheit vor allem. Ich hoffe, ihr habt es gut angefangen. Bei mir geht es weiter mit dem nächsten Thema. Dr. Paul Mason, evidenzbasierte Erkenntnisse über die ketogene Ernährung, Abnehmen und Diabetes umkehren. Link zum Video in der Beschreibung. Dr. Paul Mason, australischer Mediziner, Spezialgebiete Physiotherapie, Arbeitssport und Bewegungsmedizin. Seit 2011 Schwerpunkt auf Low Carb, High Fat, also der kohlenhydratarmen Ernährung. Er hat viele Monate mit dem Studium und der Analyse wissenschaftlicher Literatur verbracht. Viele seiner Patienten mit Stoffwechsel- und Arthritisproblemen und Gelenkschmerzen verlieren massiv an Gewicht und verbessern ihren Zustand dramatisch durch die Umstellung ihrer Ernährung. Für Doc Mason geht es um die Wissenschaft hinter der ketogenen Ernährung, ketogene Ernährung, extreme Low Carb Ernährung. Low Carb bedeutet kohlenhydratarm. Es geht darum, dass die gängigen Empfehlungen ein Märchen sind, das uns Millionen Fettleibige und genauso viele chronisch Kranke beschert hat. Und die gängigen Empfehlungen sind fettarm essen. Mittlerweile wurden tausendfach bewiesen, dass man den angeblich unheilbaren Diabetes aufhalten und umkehren kann. Ein weiteres Thema seiner Arbeit: Pflanzenöle sind toxisch. Doc Mason erzählt von Dr. T, T-Punkt, Abkürzung, Kognitionspsychologin. Sie war fettleibig und bediente das Vorurteil, dass Dicke faul, gefräßig und nicht intelligent sind. Viele denken, dass Fettleibigkeit eine bewusste Entscheidung ist und die Betroffenen faul und gierig sind. Man unterstellt ihnen, dass sie gar nicht abnehmen wollen. Sonst hätten sie es doch längst getan, oder? Die Dicken sind überzeugt, zu wenig Willensstärke und Durchhaltevermögen zu haben, und sie befeuern damit die gängigen Vorurteile. Dr. T war allen Empfehlungen gefolgt, hat sich sehr viel bewegt, ist 15 Kilometer zur Arbeit gefahren mit dem Fahrrad und 15 Kilometer wieder zurück jeden Tag. Sie verbrachte Aktivurlaube mit dem Fahrrad als Fortbewegungsmittel. Sie hatte einen Hund, den sie täglich eine Stunde Gassi geführt hat. Sie war oft im Fitnesszentrum und nahm an diversen Abnehmprogrammen ihrer Universität teil. Sie war immer anwesend und verpasste nie einen Kurs, und sie ging sogar dann ins Fitnesszentrum, wenn es gar keine Kurse gab. Sie probierte unzählige Diäten und Ernährungsempfehlungen, nahm Medikamente, ließ sich sogar ein Magenband legen, aber auch dieser Versuch misslang. Ihr höchstes Gewicht war bei 133 Kilo. Letztendlich hatte sie dann Erfolg. Sie verlor 55 Kilo, ist gesünder. Alle Aspekte ihres Lebens sind besser, ihr Essverhalten ist nicht mehr außer Kontrolle. Was also hat sie gemacht? Es waren definitiv nicht die konventionellen Empfehlungen, die den Erfolg gebracht haben, aber das war das, was sie dick und krank gemacht hatte. Sie hatte erst Erfolg, nachdem sie verstanden hatte, dass Fettleibigkeit kein Kalorienproblem, sondern ein Insulinproblem ist. Wie kann es sein, dass Insulin, das unser Körper selbst herstellt, uns dick macht? Beispiel: Eine Frau, 34, litt unter einem Insulinom. Das ist ein seltener, meist gutartiger neuroendokriner Tumor aus endokrinen Zellen der Langerhanschen Zellen der Bauchspeicheldrüse, die vermehrt Insulin produzieren, also zu viel Insulin. Sie wog 107 Kilo bei einer Körpergröße von 1,52 Meter. Die Entfernung des Tumors stoppte die Insulinproduktion. Sie nahm in 50 Tagen 18 Kilo ab, und zwar ohne Änderung bei der Ernährung oder der Bewegung. Nur durch die Insulinwerte, die auf einmal niedriger waren. Jeder Diabetiker kennt die fettspeichernde Wirkung von Insulin. Bei 25% der Diabetiker führt die Injektion von Insulin
in dieselbe Stelle des Körpers zur Lipohypertrophie, wörtlich zu Deutsch Fettvergrößerung. Auch das werde ich verlinken in der Beschreibung. Hohe Insulinwerte lassen konkrete Aussagen über Gewichtszunahme in der Zukunft zu. Studie, 8 Jahre, Teilnehmer waren durchweg schlank. Das Quartil, also die 25% mit den niedrigsten Insulinwerten, hatte ein 2%iges Risiko, später fettleibig zu werden. Das Quartil, also das Viertel mit den höchsten Insulinwerten, hatte ein Fettleibigkeitsrisiko von mehr als 70%. Also 2% bei denen mit den niedrigsten Insulinwerten, 70% bei denen mit den höchsten Insulinwerten. Und diese zweite Gruppe war im Schnitt auch 50% schwerer. Hohe Insulinwerte führen zu Fettleibigkeit, aber was erhöht die Insulinwerte? Die Antwort: Kohlenhydrate. Fett hat nur einen ganz minimalen Einfluss auf die Insulinproduktion. Eiweiß führt zu einer moderaten Erhöhung. Insulin unterstützt unter anderem den Muskelaufbau und wird dafür auch gebraucht. Die Bodybuilder wissen das. Aber diese Erhöhung ist nicht zu vergleichen mit der Erhöhung bei Kohlenhydraten, wo es je nach Art der Kohlenhydrate zu einer ganz extremen Insulinantwort kommen kann. Insulin regelt unter anderem den Grundumsatz, das heißt den Kalorienverbrauch bei absoluter Ruhe. Also wenn man den ganzen Tag im Bett liegt und gar nichts macht, das ist der Grundumsatz, das ist der Kalorienverbrauch, der dann stattfindet. Neuere Studie, drei Gruppen mit Kohlenhydratanteilen von 20 bzw. 40 bzw. 60%. Das Gewicht wurde bewusst stabil gehalten, um auszuschließen, dass das Ergebnis durch einen Gewichtsverlust beeinflusst worden sein könnte. Das Ergebnis: bei der 20 Gramm Kohlenhydratgruppe war der Grundumsatz höher, bei der 60 Gramm Gruppe war er niedriger. Und 60 Gramm Kohlenhydrate ist immer noch Low Carb. Das ist immer noch sehr wenig. Der amerikanische Durchschnittsbürger verzehrt zwischen 300 und 500 Gramm Kohlenhydrate pro Tag. Also nicht 300 bis 500 Gramm Nudeln oder Brot oder Kartoffeln oder so, sondern nur das rechnet nur die Kohlenhydrate, die in diesen Nahrungsmitteln sind. Ne? Also 60 Gramm sind wenig. Die Differenz zwischen diesen Gruppen betrug 278 Kalorien pro Tag. Und das entspricht einer Stunde Fitnesstraining. Bei einem 30-Jährigen führen 278 Kalorien pro Tag weniger zu einem Gewichtsverlust von 10 Kilo in 3 Jahren. Und es gibt etliche Doppelblindstudien, die zu genau diesem Ergebnis kommen. Die Definition von Low Carb ist normalerweise weniger als 130 Gramm Kohlenhydrate pro Tag. Das ist aber zu viel. Also für Leute, die sich ernsthaft nach Low Carb ernähren, ist das deutlich zu viel. Man sagt, 50 Gramm oder weniger führt zum Erfolg. Die Definition für fettarm ist kleiner 35, also weniger als 35% der aufgenommenen Energie ist Fett. 62 Doppelblindstudien zwischen 2003 und 2018. Vergleich: Gewichtsverlust bei Low Fat verglichen mit Low Carb. Bei 31 dieser Studien, also 50%, gab es keine statistisch signifikanten Ergebnisse. Damit fliegen diese Untersuchungen raus. 31 kamen zu einer klaren Aussage: In ausnahmslos allen Fällen verlor die Low-Carb-Gruppe deutlich mehr an Gewicht als die Low-Fat-Gruppe. Keine einzige Studie mit statistisch signifikantem Ergebnis kam zu einem anderen Ergebnis. Ein näherer Blick auf Kohlenhydrate. Bekannt ist, dass Zucker schlecht ist. Weniger bekannt ist, dass alle Kohlenhydrate letztendlich Zucker sind und vom Körper in Glucose umgewandelt werden. Auch Getreide, Reis, Mais, Kartoffeln, Brokkoli, Eisbergsalat, Blumenkohl, Bohnen und so weiter. Bei der Verdauung schwimmt die Glucose im Blut herum.
Ein Teil wird verbrannt und steht im Körper zur Verfügung als Energie. Kleine Mengen Zucker werden in den Muskeln und der Leber gespeichert, auch zur Energiegewinnung. Aber zu viele Kohlenhydrate verändern den Stoffwechsel. Studie: Man wollte sehen, was passiert, wenn Teilnehmer mehr Kohlenhydrate essen, als sie brauchen. Ergebnis: Der Teil der Kohlenhydrate, der als Energie verbrannt wird, blieb unverändert. Also Leber und Muskeln können nur so und so viel Kohlenhydrate aufnehmen, egal wie viel gegessen wird. Der Teil, der in Muskeln und Leber gespeichert wird, reduziert sich immer weiter. Also er hat ja schon, es ist ja schon genug drin sozusagen. Und wenn man am nächsten Tag wieder viele Kohlenhydrate isst, dann wird nicht mehr alles gespeichert, was zum Beispiel am ersten Tag gespeichert worden wäre, weil immer noch was übrig ist, sozusagen. Und am sechsten Tag war die maximale Speicherkapazität erreicht und die Zellen konnten gar nichts mehr aufnehmen. Und ab da ging der Überschuss in die Fettzellen, genannt Lipogenese. Das ist eine Fettneubildung, Link siehe Beschreibung. Je weniger Kohlenhydrate Muskeln und Leber aufnehmen, desto mehr gehen in die Fettzellen. Logisch, ne? Irgendwo muss der Kram ja hin. Kohlenhydrate erhöhen den Blutzucker, die Insulinwerte, die Triglyceride. Und das ist das perfekte Rezept für Fettproduktion. Jede Fettzelle des Körpers ist mit Blutgefäßen verbunden und steht mit den oben genannten Faktoren in Verbindung. Triglyceride können nicht in ihrer kompletten Form in die Fettzellen aufgenommen werden. Insulin stimuliert deshalb das Enzym Lipoproteinlipase, mit dessen Hilfe die Triglyceride in die Fettzellen gelangen können. Insulin aktiviert den GLUT4-Transporter. Das ist wie eine Tür, die sich öffnet, um die Glucose in die Fettzellen zu lassen. Dort wird Glucose in Glycerol umgewandelt, das zusammen mit den Fettsäuren ein neues Triglycerid bildet. Kein Fettspeichervorgang ohne Insulin. Ganz wichtig. Bevor man abnimmt, müssen die Triglyceride dann wieder in ihre Bestandteile zerlegt werden, weil sie so weder rein noch rauskommen in ihrer kompletten Form, damit sie dann dem Stoffwechsel zur Verfügung stehen. Das Enzym namens hormonsensitive Lipase muss Glycerol und Fettsäuren dann wieder trennen, damit sie die Fettzellen verlassen können. Zirkulierendes Insulin blockiert dieses Enzym. Fett kann nicht verstoffwechselt werden. Also es kommt gar nicht aus den Fettzellen raus, es wird dort festgehalten. Bitte merkt euch oder vergrößert es, schreibt es auf, vergrößert es, druckt es euch aus, nagelt es an die Wand. Insulin blockiert Fettverbrennung. Zusammenfassung. Erstens, Insulin bringt Fettsäuren und Glucose in die Fettzellen, sorgt für Fettansammlung. Zweitens, Insulin verhindert, dass Fett die Zellen verlässt. Insulin ist also ein Fettspeicherhormon. Man kann es gar nicht deutlich genug sagen. Und das Fett wird nicht irgendwo gespeichert, sondern es wird zu Viszeralfett, dem gefährlichen Bauchfett, das zwischen den Organen ist, im Bauchraum. Das Viszeralfett ist ein Marker für Leberkrankheiten und Typ 2 Diabetes und wahrscheinlich nicht nur für diese beiden. Wichtig: Jedes zusätzliche Kilo Viszeralfett verdoppelt bei Männern das Risiko, an Diabetes vom Typ 2 zu erkranken, bei Frauen vervierfacht ist das Risiko. Eine Fettleber führt zu Insulinresistenz. Insulinresistenz ist der Vorläufer vom Typ 2 Diabetes. Und was ist eine Insulinresistenz? Körpergewebe wird resistent gegen die Wirkung des Insulins. Das heißt, das Insulin kann die Türen zu den Zellen nicht mehr öffnen und die Glucose kann nicht mehr in die Zellen gebracht werden. Ja? Also in die normalen Zellen, Muskeln, Leber und so weiter. Also muss es in die Fettzellen. In anderen Worten, das körpereigene Insulin verliert seine Wirkung
Und um dies auszugleichen, steigert die Bauchspeicheldrüse die Insulinproduktion. Und die Folge ist bzw. sind steigende Insulinwerte. Aber die werden leider nicht gemessen, also erfährt man nichts davon. Insulin schafft bei gesunden Menschen Glukose in Muskeln und Leber. Bei Insulinresistenten funktioniert das nicht. Wie gesagt, die Folge sind hohe Blutzuckerwerte. Überflüssige Glukose wird in Fett umgewandelt. Lipogenese nennt man das. Die Fettneubildung. Diese Fettproduktion gibt es bei allen Menschen, ist aber bei Insulinresistenten deutlich ausgeprägter. Das heißt, mehr als doppelt so groß. Dies ist eine direkte Folge der Insulinresistenz in Verbindung mit einer Fettleber. Bauchfett und Fettleber verschwinden mit einer kohlenhydratarmen Ernährung. Und oft reichen dafür wenige Wochen. Und das funktioniert sogar bei einem Kalorienüberschuss. Wer hätte es gedacht? Auch Sport reduziert eine Fettleber, weil überflüssige Energie verbrannt wird. Manche Menschen sind metabolisch gesund und trotzdem übergewichtig, andere sind schlank und leiden trotzdem am metabolischen Syndrom. Und das ist bei DEXA-Scans deutlich sichtbar. DEXA-Dual-Röntgen-Absorptiometrie oder Doppel-Röntgen-Absorptiometrie. Und diese Schlanken, die innen fett sind, nennt man Tofi, thin on the outside, fat on the inside, außen schlank, innen fett. Das bedeutet, dass der BMI keine Aussage über die metabolische Gesundheit eines Menschen machen kann. Der beste und einfachste Test, Bauchumfang messen, und zwar auf der Höhe des Bauchnabels, das Ergebnis in Zentimetern, sollte nicht größer sein als die Hälfte der Körpergröße. Weitere Anzeichen einer Insulinresistenz, Akne, Fibrome, das sind diese Stielwarzen, Akkandosis nigrigans, dunkle Hautpigmentierung am Hals, unter den Achseln, auf den Fingern und in der Leistenregion. Der Grad der Insulinresistenz lässt sich im Labor feststellen durch eine Gabe von 75 Gramm Glukose und dann wird alle 2 Stunden der Blutzucker und das Insulin gemessen, aber das wird sehr selten gemacht und das ist schade, weil da könnte man ganz viele Diabetiker finden, die nicht wissen, dass sie Diabetiker sind und auch Insulinresistente, die auf dem Weg zum Diabetes sind. Mit standardmäßigen Diabetestests kontrolliert man nur den Blutzucker und das Problem dabei ist, dass die Bauchspeicheldrüse eine Insulinresistenz viele Jahre durch Überaktivität kompensieren kann. Das heißt, sie produziert immer mehr, immer mehr, immer mehr Insulin, was den Blutzucker lange Zeit im Normalbereich hält. Man kann 10 oder 20 Jahre insulinresistent sein, ohne etwas davon zu ahnen. Und wenn dann die Diagnose Typ 2 Diabetes kommt, fällt man aus allen Wolken. Wiederholte Insulintests zeigen die zunehmende Insulinresistenz verbunden mit einer steigenden Insulinproduktion. Damit versucht der Körper, die Glukose in die Zellen zu zwingen. Irgendwann macht dann die Bauchspeicheldrüse schlapp und die Insulinproduktion fällt ab. Und das ist dann der Moment der Diabetesdiagnose. Schematisch dargestellt kann man sehen, dass die Blutzucker- und Insulinkurven sich nach ca. 15 Jahren kreuzen. Wenn der Blutzucker unkontrolliert steigt und die Insulinproduktion abnimmt, also so rum eigentlich, ne, nach unten. Frühe Anzeichen von Insulinresistenz, Gewichtszunahme und steigender Blutdruck. Der Diabetes wird oft erst 20 Jahre nach seiner Entstehung festgestellt. Was kann man also tun? Low-Carber halbieren nach nur 6 Monaten und manchmal früher. Und manchmal deutlich früher ihre Insulinwerte. Und das geht einher mit einem massiven Gewichtsverlust. Wie beeinflusst Low Carb den Blutzucker? Juni 2018, Dr. T, unsere Patientin, erhält ihre Typ 2 Diabetes-Diagnose.
Der A1C-Wert war bei 8,1, das ist der Blutzucker-Langzeitwert. Und im August 2018, also 2 Monate später, war der A1C-Wert im Normalbereich mit 5,8. Und das passiert immer wieder. Diabetes wird umgekehrt und es geht schneller, als man denkt. Anderes Beispiel, ein Mann, 71, halbiert seinen nüchternen Blutzucker und setzt 2 Diabetes-Medikamente ab. Und das innerhalb von 2 Wochen. In Studien wird immer wieder nachgewiesen, dass die Blutzuckerwerte trotz medizinischer Behandlung weiter steigen und dass Patienten, die sich kohlenhydratarm ernähren, ihren A1C-Wert, also den Langzeitwert, dauerhaft senken, solange sie bei dieser Ernährungsform bleiben. 53% der diabetischen Low-Carb-Patienten erreichten nach 2 Jahren den Status von Nicht-Diabetikern. Also bei manchen geht es deutlich schneller, bei anderen dauert es etwas länger. Die Verbesserungen kommen sehr schnell und sie sind dramatisch. Multisensorgeräte zur kontinuierlichen Blutzuckermessung messen über 2 Wochen, 24 Stunden am Tag den Blutzucker. Und so können Ausreißer nach oben oder unten präzise festgestellt werden. Bei einer Low-Carb-Ernährung gibt es so gut wie keine Ausreißer. Schlimmer als ein kurzfristig mal hoher Blutzucker ist dieses ständige Auf und Ab, weil es oxidativen Stress verursacht. Bei der kontinuierlichen Messung kann man sich nichts vormachen. Die Ergebnisse lassen keinen Spielraum für Interpretation. Sie sorgen durch den Echtzeitnachweis dafür, dass die Leute die Auswirkungen ihrer Ernährung besser verstehen und hoffentlich ernst nehmen. Mehr als die Hälfte aller verzehrten Kalorien in der westlichen Welt sind verarbeitete Lebensmittel. Auf den Verpackungen wird uns das Blaue vom Himmel versprochen, aber der tatsächliche Nutzen hält sich sehr in Grenzen. Es geht nicht um den Verbraucher und nicht um dessen Gesundheit, sondern um Gewinnmaximierung. Verarbeitete Lebensmittel haben immer die 3 Hauptinhaltsstoffe, die uns dick und krank machen: Zucker, Pflanzenöl und natürlich Weizen. Zucker besteht zu 50% aus Glucose und 50% aus Fructose. Maissirup, Isoglucose, das sind 50% bis 90% Fruchtzucker. Also der Glukoseanteil ist niedriger, der Fruktoseanteil ist höher. Fructose ist sehr süß, zweimal so süß oder zweieinhalbmal so süß wie Glukose und hat damit eine stärkere Wirkung auf das Belohnungszentrum des Gehirns. Und dies fördert im Laufe der Zeit Verlangen und Sucht. Fettleibige haben weniger Dopaminrezeptoren. Der Fettleibige muss entweder mehr oder süßere Dinge essen, um das gleiche Belohnungsgefühl zu haben wie Nicht-Fettleibige. Und deshalb wird mit Fructose hergestellte Nahrung bevorzugt. Es ist also die Fructose, die die Suchtentwicklung in Gang setzt und sie am Leben erhält. Jede Zelle des Körpers kann Glucose verstoffwechseln. Nur ca. 20% gehen in die Produktion von Fett. Fructose kann dagegen nur in der Leber verstoffwechselt werden und geht zu 100% in die Fettproduktion. Bitte notieren, Fructose führt zu Fettproduktion. Und Fructose ist heute so gut wie überall drin. Also Fertigprodukte, verarbeitete Produkte, diese Fructose ist fast überall drin in Form von Glucose, Fructose-Sirup oder Fructose-Glucose-Sirup oder Isoglucose oder Mais-Sirup oder Agave-Sirup. Es gibt ganz, ganz viele Arten davon. Und die verstecken sich hinter vielen Namen. Deswegen denkt der arglose Verbraucher, es wäre nicht viel Zucker in dem Produkt. Ne? Weil da steht dann eventuell drauf, zuckerfrei. Und das Produkt enthält vielleicht auch keinen Haushaltszucker, aber dafür eben jede Menge anderer Zuckerarten. Na, wie gesagt, Agavesirup zum Beispiel, der sehr viel schlechter ist als Zucker, weil er
zu 75% aus Fructose besteht. Zusätzlich enthalten viele Fertigprodukte Pflanzenöl. Wozu das gut sein soll, konnte ich bis jetzt noch nicht ergründen und es scheint auch niemand zu wissen. Pflanzenöle enthalten sehr viel Omega-6 und haben damit eine entzündungsfördernde Wirkung. Die Low-Carb-Ernährung ist antientzündlich und die Stabilisierung des Blutzuckers reduziert oxidativen Stress. Studie, Vergleich, Low Carb, High Carb. Ergebnis: Die Low Carb Ernährung führt zu signifikant erhöhten Arachidonsäurewerten. Arachidonsäure als unerlässliche Komponente unserer Zellmembranen ist essentiell unerlässlich für eine gute Gesundheit. Essentiell absolut erforderlich. Sie unterstützt Wachstum und Reparatur von Muskeln und Neuronen. Nicht der Omega-6-Anteil an sich macht Pflanzenöle zu einem Problem, sondern ihre Neigung, ranzig zu werden. Gesättigte Fettsäuren neigen nicht zu Oxidation, oxidieren, ranzig werden, weil sie keine Doppelbindungen zwischen den Kohlenstoffatomen haben. Ungesättigte Fettsäuren haben eine oder mehr Doppelbindungen, die sehr reaktiv sind, veränderlich und damit anfällig für Oxidation, also dafür, dass das Produkt ranzig wird. Je mehr Doppelbindungen, desto größer die Oxidationsneigung. In anderen Worten, gesättigte Fettsäuren sind stabile Fettsäuren und ungesättigte Fettsäuren sind instabile Fettsäuren, also veränderliche Fettsäuren. Je instabiler die Fettsäure, desto schneller wird das Öl ranzig. Die Oxidationsneigung beim Kochen ist am niedrigsten bei tierischen Fetten, Schweineschmalz, Entenfett, Butter, Talg und am höchsten bei Pflanzenölen, wie zum Beispiel Sonnenblumenöl. Olivenöl hat nur eine Doppelbindung und befindet sich damit in der Mitte zwischen den empfehlenswerten und den nicht empfehlenswerten Ölen. Bekannt ist, dass erhitzte Pflanzenöle oxidieren, aber sie oxidieren auch ohne Hitze, zum Beispiel durch Lichteinwirkung. Eine Studie mit Walnussöl, die über eine Woche ging, brachte interessante Ergebnisse. Getestet wurde der Oxidationsgrad nach 1 bis 8 Tagen. Am achten Tag hatte sich die Oxidation schon ver40-facht. In einem normalen Haushalt werden solche Öle aber nicht nur eine Woche, sondern mehrere Wochen, Monate und vielleicht sogar jahrelang aufbewahrt. Das ist wie russisches Roulette. Die Hersteller mischen künstliche Antioxidantien in die Öle. Diese verlangsamen den Oxidationsprozess, stoppen ihn aber nicht. Oxidierte Öle gelangen über den Kreislauf in die Leber. Dort lösen sie einen Entzündungsprozess aus, der zur Insulinresistenz führt. Zu solchen Entzündungen kommt es nicht nur in der Leber, sondern auch in anderen Organen wie den Nieren und der Lunge. Ranziges Fett konzentriert sich in der Leber, provoziert eine Entzündungsantwort und die Entstehung einer Fettleber. Und in unmittelbarer Nähe dieser Fettansammlungen kommt es zu Fibrosen, Verhärtungen, krankhafte Vermehrung des Bindegewebes ist das. Bei einer totalen parenteralen Ernährung, künstlichen Ernährung durch intravenöse Infusion von Flüssigkeiten und Nährstoffen, besteht das Fett zum größten Teil aus entzündungsfördernden Omega-6-Fettsäuren. Eine TPE-Infusion mit ihren oxidierten Fetten führt erwartungsgemäß zur Leberkrankheit. 60% der künstlich ernährten Patienten haben nach 7 Jahren nachweisbar einen Leberschaden. Im Verlauf dieser Studie starben mehrere Menschen an einer Leberkrankheit. Oxidierte Pflanzenöle schaden der Leber. Schlimmer ist nur der Verzehr von oxidiertem Öl bei schlecht eingestellten Diabetikern. Deshalb ist die Blutzuckerkontrolle so wichtig.
Was also tun? Für niedrigen Blutzucker sorgen, keine Muffs essen, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, keine Pflanzenöle. Melatonin ist ein potentes Antioxidans und kehrt die Fettleber um. Studie 135.000 Teilnehmer, 7 Jahre. Untersucht wurde der Zusammenhang zwischen Verzehr von gesättigten Fettsäuren und Gesamt Mortalitätsrate, Sterblichkeitsrate. Ergebnis: In der Gruppe mit 10% der Kalorien als gesättigte Fettsäuren gab es 7 Todesfälle. Was habe ich gesagt? In der Gruppe mit 10% der Kalorien als gesättigte Fettsäuren gab es 7 Todesfälle pro 1000 Personenjahre. Und in der Gruppe mit mehr als 30% gesättigte Fettsäuren waren es nur 4. Also, je mehr gesättigte Fettsäuren, desto weniger Todesfälle innerhalb dieser Gruppe. Fazit: Je mehr Fett gegessen wird, desto größer der Nutzen. Ja, Fett kann LDL-Cholesterin erhöhen und nein, das macht keinen Unterschied. 2016 Meta-Analyse von 19 Kohortenstudien. Meta-Analyse bedeutet, man schmeißt ganz viele Studien zusammen und analysiert alle dieser Studien und versucht, einen gemeinsamen Nenner zu finden, eine Aussage, die diese Studien miteinander gemeinsam haben. Es ging um mehr als 68.000 Teilnehmer. 16 Studien stellten einen inversen Zusammenhang zwischen LDL-Cholesterin und Gesamtmortalität, Sterblichkeit fest. Also, je höher LDL, desto geringer das Mortalitätsrisiko. Das ist genau das Gegenteil, was uns seit 50 Jahren erzählt wird. Bei 14 Studien gab es statistisch signifikante Ergebnisse. Das ist ganz wichtig. Ne? Es muss eigentlich statistisch signifikant sein, um ernst genommen zu werden. Zum Abschluss: Fettleibigkeit und Diabetes sind umkehrbar, wenn man die Kohlenhydrate, besonders Zucker und Weizen und die Pflanzenöle einschränkt oder besser noch weglässt und durch gesättigte Fettsäuren ersetzt. Einfacher geht's nicht, oder? Ärzte sollten etwas offener damit umgehen, dass das, was sie in ihrer Ausbildung gelernt haben, möglicherweise falsch sein könnte. Wenn Patienten eine Low-Carb-Ernährung ausprobieren wollen, dann sollte der Arzt sie dabei unterstützen und ihnen nicht Steine in den Weg legen. Ja, ich fand das sehr interessant und finde es immer noch interessant. Also Paul Mason ist ein toller Mediziner. Ich habe schon sehr, sehr viele Videos von ihm, mit ihm gesehen, viel gelernt durch ihn. Und deswegen gebe ich das jetzt mal weiter. So, das war's für heute. Ich danke euch fürs Interesse, fürs Zusehen und Zuhören und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Macht's gut, bis bald. Tschüss.